Hallihallo. Ja, heute zeige ich euch, wie man Schriftarten mit Scribus ändern kann, die Schriftgröße, die Schrift einfach fett oder ganz normal schreiben kann. Wir beginnen mit einem neuen Projekt und dann gehen wir einfach auf Datei, drücken wir auf Neu. Wir nehmen eine Anzählseite und als Hochformat, die Ausrichtung als Hoch. Format haben wir schon und A4 und die Breite haben wir auch schon, die Höhe haben wir auch. Und dann drücken wir auf OK. Ja, jetzt fügen wir einfach einen Textrahmen an, um den Text zu schreiben. Ja, dann schreiben wir Schriftarten, dann doppelklicken wir rein und dann schreiben wir einfach den Text. Also den Text haben wir geschrieben, dann markieren wir ihn und dann bearbeiten wir den Text, indem wir hier auf Text drücken, auf diesem Reiter. Also, dann wollen wir die Schriftart ändern. Sie sehen hier, wo dieses Pfeil hier ist, dann können Sie einfach drauf drücken und dann gucken Sie mal, hier haben Sie sehr viele verschiedene Schriftarten, wo Sie ändern können und von daher von A bis Z haben Sie die Schriftarten. Ja, wir können vielleicht auf A so drücken und dann haben Sie, gucken Sie ganz links hier, was sich da bewegt. Wenn wir jetzt so drücken, dann haben Sie was anderes. Also hier können Sie Ihre Schriftarten einfach so ändern, einfach hier da sich da bewegen und eine Schriftart einfach hier aussuchen und wählen. Also, was ihr haben möchtet. Also, man kann wirklich sehr viele tolle Schriftarten hier haben. Also, man kann auch hier sich entscheiden, ob man diese Schrift fett haben möchte. Dann drückt man einfach auf Bold. Das ist auf Englisch, es bedeutet fett. Man kann auch sagen, nee, ich möchte meine Schrift einfach fett, aber ein bisschen schräg haben und dann haben Sie auch und dann können Sie auch sagen, nee, ich möchte meine Schrift einfach nur schräg haben und dann haben Sie auch. Und jetzt kann man sagen, nee, ich möchte gar nichts, weder fett noch italik haben, ganz normal. Dann drücken Sie wieder da. Also, man kann damit sehr tolle Sachen erzeugen, wie ich Ihnen beigebracht habe. Ja. Und dazu möchte ich euch zeigen, wie man die Schriftgröße ändert. Hier, wo Sie T sehen, dann kommen Sie einfach hier, ihr seht zwei Pfeile, dann drückt man oben, dann könnt ihr Ihre Schriftgröße einfach vergrößern oder hier unten verkleinern. Und hier feste Zeilen können Sie auch erzeugen, indem ihr entweder hier oben drückt, dann sehen Sie, was sich da bewegt. Es entsteht eine Spalte zwischen den Zeilen. Dann kann man auch die Farbe und Effekte so erzeugen, indem man hier drückt, wenn man hier drückt, dann kann man die Farbe hier ändern, grün, lila, also und dann, um den Text zu markieren, sollte man E-Mail, um den Text zu bearbeiten, sollte man E-Mail markieren, also ihr könnt auch die Farbe da ändern. Und den Stil könnt ihr auch ändern, indem ihr sagt, zum Beispiel, ich möchte vielleicht ja, einen anderen Stil haben. Oder die Position könnt ihr auch hier ändern, indem ihr sagt, ich möchte eine maximale Höhe haben. Das haben wir schon angestellt. Und jetzt, nee, dann sagen Sie jetzt, ich möchte eine Akzenthöhe haben. Dann sehen Sie, was ihr da erzeugt habt. Oder Abstand da haben. Also man kann da eine tolle Sache machen. Man kann auch Spalte zwischen die Zeilen erzeugen, indem man einfach hier kommen und einfach die Spalten von oben, einfach ja, die Spalte von unten auch macht und die Spalte von links, eine Spalte rechts erzeugt. Also man kann damit tolle und sehr tolle Sachen machen. Ich hoffe wirklich, euch geholfen zu haben und wünsche Ihnen einen schönen Tag noch.